Der Hotzenplotz ist wieder frei. Man sucht ihn wie ein Osterei, per Steckbrief ist er ausgehängt, weil man ihm kein Vertrauen schenkt. Nur Kasperl, Seppel, diese zwei, die wissen es ganz einwandfrei, dass Hotzenplotz es ehrlich meint. Auch wenn es manchem anders scheint. Ein Räuber bleibt ein Räuber, so denkt wohl jeder Mann. Ein Räuber bleibt im Leben, dem Teufel sein Kumpan. Ein Räuber bleibt ein Räuber, der klaut, solang er lebt, weil jedem Räuber eben die Arbeit widerstrebt. Ein Räuber bleibt ein Räuber, so denkt wohl jeder Mann und übersieht daneben, dass man sich ändern kann. Ja, man hängt dem Räuber Hotzenplotz nun einen Einbruch an, den er gar nicht begangen hat. Sowas ist schlimm. Besonders für einen Räuber, der noch Ehre im Leib hat. Die Wunderkugel der Witwe Schlotterbeck, die hat der Räuber Hotzenplotz wirklich nicht geklaut. Tja, aber wer sonst? Kasperl und Seppel wollen die Wahrheit ans Licht bringen. Ja, und wenn wir die halbe Welt auf den Kopf stellen müssten, Herr Hotzenplotz, wir bringen die Wahrheit ans Licht. Wir kriegen den Halunken, der Frau Schlotterbeck die Wunderkugel geklaut hat? Meint ihr? Wir meinen es, Herr Hotzenplotz. Ja, dann danke ich euch im Voraus, Kasperl und Seppel. Also, hier, meine Hand und meinen herzlichen Dank. Danke für den Dank. Halb so fest hätte er mir auch schon gereicht. Ein Händedruck unter Freunden muss kräftig sein. Und wir sind doch jetzt Freunde, oder? Ja, schon. Nur Händedruck... Ich dachte, ich hätte meine Pfote in einem Schraubstock. Man sagt ja, ehrliche Menschen haben einen guten Händedruck. Und jetzt macht, dass ihr nach Haus kommt. Es ist ja schon stockfinster. Ja. Psst, still. Mein Gott, der Dimpfelmoser. Der darf Sie auf keinen Fall sehen, Herr Hotzenplotz. Der nimmt Sie auf der Stelle fest. Mhm. Schnell. Knien Sie sich auf den Boden. Ja, auf den Boden. Oh, meine Knie. Oh. Komm, Seppel, komm. Ich komm schon. Komm schon. Wir setzen uns drauf. Ja, bin schon da. So. Oh. Wir sitzen auf dem Hotzenplatz. Oh. Auf halt. Dem Hotzenplatz. Halt schwer da. Bist du das Kasperl? Ich denke ja, Herr Dimpfelmoser. Machen Sie doch bitte Ihre Taschenlampe aus. Och, das Licht blendet mich so sehr. Und Seppel ist auch dabei? Warum fragen Sie, wo der Kasperl ist, da bin auch ich. Dann ist es ja gut. Großmutter ist in 1000 Ängsten um euch. Was? Wieso? Weil sie seit heute Morgen nichts von euch weiß. Ihr habt wohl die Steckbriefe nicht gelesen. Sonst müsstet ihr wissen, dass Hotzenplotz bei Frau Schlotterbeck einen Einbruch geübt hat. Hotzenplotz? Ja, Hotzenplotz. Nicht auszudenken, wenn euch der Bursche gefangen hätte. Das wäre euch schlecht bekommen. Sie sehen ja selbst, dass wir heil und ganz sind. Wie kommen Sie denn übrigens ausgerechnet auf Hotzenplotz? Ist er denn beobachtet worden, wie er Frau Schlotterbecks Wunderkugel gestohlen hat? Das tut nichts zur Sache. Der Fall ist ja sonnenklar. Für mich kommt als Täter nur der Hotzenplotz in Frage. Die Kugel ist weg, also kann ihm die Polizei nicht mehr auf die Finger schauen. Wenn überhaupt jemand einen Grund hatte, bei Frau Schlotterbeck einzubrechen, dann er. Das wissen wir zufällig besser. Ja, wir schwören Ihnen, dass Hotzenplotz mit dem Raub der Kristallkugel nichts zu schaffen hat. Er ist unschuldig. Pappala, papp. Marsch nach Hause mit euch zu Großmutter. Morgen früh ziehen Wasti und ich miteinander los. Und wo Hotzenplotz dann auch steckt, wir werden ihn finden und seiner gerechten Strafe zuführen. Hotzenplotz ist unschuldig. Quatsch! Hotzenplotz und unschuldig. Muss ich euch mitnehmen? Oder versprecht ihr mir hoch und heilig, dass ihr sofort nach Hause geht? Wir versprechen.
hoch und heilig. Sofort nach Hause. Dann also gute Nacht, ihr beiden. Ich drehe noch eine letzte Runde, dann ist auch für mich Feierabend. Gute Nacht, Herr Schwachhauptmeister. Gute Nacht, Herr Scheibenwachtelkleistermeister Wimpfelhoser. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Lachhauptmeister. Die Luft ist wieder rein, Herr Hotzenplotz. Ja. Stehen Sie auf. Mein Gott, wenn der Sie jetzt gesehen hätte. Oh, ihr seid ganz schön schwer, muss ich sagen. Mhm. Oh, meine Knie und mein Kreuz. Besser Schmerzen im Knie und Kreuz als verhaftet. Wenn der Dimpfelmoser nun mit was die Schlotterbeck auf mich Jagd macht, sitze ich bald wieder hinter Schloss und Riegel. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Kein Gift nehmen. Lieber abwarten, Herr Hotzenplotz. Sie dürfen natürlich auf keinen Fall in den Wald zurück. Wohin sonst? Nun kommen Sie doch mit uns. Ja, in Großmutters Haus wird Sie niemand suchen. Dort sind Sie einstweilen sicher. Ja, und Zeppel und ich, wir haben Zeit, um herauszukriegen, was mit Frau Schlotterbecks Kugel wirklich geschehen ist. Kasperl und Seppel schmuggelten, ohne dass Großmutter es merkte, Hotzenplotz ins Haus. Der hängte seinen Räuberhut an den Kleiderhaken neben der Tür, löste den Gürtel, knöpfte die Weste auf und ehe die Freunde ihn daran hindern konnten, zog er die Schnupftabakdose hervor, bediente sich daraus und nicht zu knapp. Es geschah, was geschehen musste. Hotzenplotz nieste aus Leibeskräften. Die Fenster klirrten, die Lampe schepperte. Großmutter kam die Treppe heraufgekeucht. Kasperl, bist du es, der da so schrecklich niest? Na, entschuldige, Großmutter, ich muss mich erkältet haben. Das klingt ja schlimm, Kasperl. Soll ich dir etwas zum Schwitzen eingeben? Nein. Ich fühle mich schon bedeutend besser. Schnell, Seppel, zieh Herrn Hotzenplotz die Bettdecke über den Kopf. Er niest gleich wieder. Schon gemacht, Kasperl. Wie du hörst, Großmutter, lässt es schon nach. Geh nur zu Bett, es ist alles in schönster Ordnung. Ja, wenn du meinst, Kasperl. Gute Besserung dann und gute Nacht. Danke, Großmutter. Ja, und gute Nacht dann. Gute Nacht, Kasperl. Uje, das wäre bald noch schiefgegangen. Das Schnupfen sollten Sie sich von jetzt an verkneifen, Herr Hotzenplotz. Von jetzt an sollt ihr einmal hören, wie furchtbar leise ich sein kann zum Donnerwetter. Leise. Kasperl und Seppel krochen in die Betten. Für Hotzenplotz war auf dem Sofa Platz. Kasperl machte das Licht aus. Bis morgen, Herr Hotzenplotz. Schlaf gut, Kasperl. Gute Nacht. Hotzenplotz schnarchte, dass das Sofa zitterte. Trotzdem schlief Kasperl ein und hatte einen Traum. Er sah sich durch Frau Schlotterbecks Garten gehen, von Wasti begleitet kam ihm die Witwe entgegengeschlurft, im Morgenrock und in Filzpantoffeln, mit Lockenwicklern im Haar und, wie konnte es anders sein, eine dicke Zigarre im Mund. Sie paffte so wild darauf los, dass der Qualm immer dichter und dichter wurde, bis sie mit Wasti darin verschwand. Plötzlich fegte ein Windstoß den Rauch davon und, oh Wunder, Frau Schlotterbeck
hatte sich in die Fee Amaryllis verwandelt. In all ihrer goldenen Pracht und Herrlichkeit stand sie vor Kasperl und sagte: Ich weiß, was ihr tun müsst, um Basti von seiner Missgestalt zu erlösen. Gebt ihm von einem bestimmten Kraut, das ihr kennt, und alles wird gut sein. Hohe Heide, Wetterfichte, schwarzer Teich im Vollmondlichte, auf des Wunders Macht vertraut, den Zauber löst das. Noch ehe die Fee den Satz zu Ende bringen konnte, schnarchte Hotzenplotz so laut, dass Kasperl davon erwachte. Ja, Hotzenplotz schnarchte auf seinem Sofa, als wollte er einen ganzen Eichenwald kurz und klein sägen. Großmutter, die einen leichten Schlaf hatte, kam an die Tür gelaufen und klopfte. Was ist denn los? Fragte sie. Kasperl konnte sie zur Not wieder beruhigen und empfahl ihr, Baldriantropfen einzunehmen und Watte in die Ohren zu stopfen. So würde sie das Schnarchen von Seppel, der sich eben wahrscheinlich auch erkältet hatte, nicht hören. Oh, war Kasperl froh, als Großmutter sich entfernte. Auch er hätte Baldriantropfen nötig gehabt, denn Hotzenplotz schnarchte lustig weiter. Worauf hatten Seppel und er sich da eingelassen? Kasperl hielt sich die Ohren zu. Es glückte ihm nach einiger Zeit, wieder einzuschlafen. Leider erschien ihm die Fee Amaryllis kein zweites Mal. Und er hätte doch zu gerne gehört, welches Kraut sie gemeint hatte. Es musste wohl an den Baldriantropfen liegen. Großmutter ließ sich am anderen Morgen weder vom Rasseln des Weckers stören, noch vom Klingeln der Zeitungsfrau. Den Freunden war es nur recht, dass sie heute länger schlief als sonst. So konnten sie Hotzenplotz unbemerkt im Kartoffelkeller verstecken. Danach machten sie sich gleich auf den Weg zu Frau Schlotterbeck. Eigentlich hatte sich Kasperl vorgenommen, Seppel davon zu erzählen, dass ihm die Fee Amaryllis im Traum erschienen war. Aber sie hatten andere Dinge im Kopf jetzt und die waren entschieden wichtiger. An Frau Schlotterbecks Gartentor trafen sie mit Herrn Dimpfelmoser und Wasti zusammen, die sich gerade auf den Weg machten, um die Verfolgung von Hotzenplotz aufzunehmen. Frau Schlotterbeck saß im Lehnstuhl neben dem Fenster, umwölkt von Zigarrenrauch. Bitte, Frau Schlotterbeck, der Seppel und ich, wir hätten ein paar Fragen an Sie. Ein paar Fragen? Na bitte. Ja, wir müssen herauskriegen, wer Ihre Wunderkugel tatsächlich gestohlen hat. Hotzenplotz ist es gewesen und niemand sonst. Wer sagt das? Die Polizei sagt es und ich auch. Räuber bleibt Räuber. Seppel und ich, wir sind da ganz anderer Ansicht. Der Herr Dimpfelmoser ist auch nicht der Doktor Allwissend. Wann haben Sie eigentlich Ihre Kristallkugel zuletzt gesehen, Frau Schlotterbeck? Ja. Vorgestern Abend habe ich die Kristallkugel auf dem Tisch in der Wohnstube liegen lassen, der Einfachheit halber, weil ich Herrn Dimpfelmoser versprochen hatte, die Überwachung des Räubers am Morgen fortzusetzen, habe ich meinen Wecker auf 4 Uhr früh gestellt. Und das war der große Fehler. Wie sollen wir das verstehen, Frau Schlotterbeck? Weil es um diese Stunde im Herbst noch dunkel ist. Das hatte ich nicht bedacht. Da ich schon einmal wach war, habe ich Wasti das Frühstück zurechtgemacht. Ja, und dann? Nun, dann habe ich die Haustür geöffnet, wie jeden Morgen, und habe mich in den Lehnstuhl gesetzt, um das Tageslicht abzuwarten. Was war weiter? Nun ja, ich bin eingeschlafen. Eingeschlafen? Ja, und als ich erwachte, es mag gegen 9 gewesen sein,
war die Kugel vom Tisch verschwunden. Seppel, ja? Wir müssen das ganze Haus... Von oben bis unten. Und von unten bis oben. Durchsuchen, Frau Schlotterbeck. Mir ist alles recht. Hauptsache, dass die Kugel gefunden wird. Ohne sie bin ich wie eine Würstelfrau ohne Würstel. Falls ihr versteht, was ich damit sagen will. Ja, ja, wir verstehen das. Sozusagen ein Kugelschreiber ohne Kugel. Los, Seppel, an die Arbeit. Komm. Augen auf, Kasper. Ja, ja, dann ist sie denn die Kugel? Also da ist keine Kugel. Nein, ich hier auch nicht, du. Nein. Ja, und Vorsicht, und Vorsicht, ja? Ja, ihr bringt mir ja alles durcheinander. Frau Schlotterbeck, wir passen schon auf. Da kann sie denn Kugel sein, diese... Polizei! Ist der Dimpfelmoser bei Ihnen, Frau Schlotterbeck? Leider nein. Man hat mich bestohlen. Was, schon wieder? Ja, ich muss eine Anzeige machen. Ich bin beraubt worden. Aber Großmutter, was ist denn los? Dieser Hotzenplotz. Zwei Kürbisse hat er mir vom Kompost gestohlen. Zwei Kürbisse? Ja, vorgestern waren noch alle 20 da. Und jetzt fehlen zwei. Zwei von den kleineren. Hast du sie etwa gezählt, Großmutter? Ich zähle sie jeden zweiten Tag. Ja, ist es nicht eine Schande, dass Hotzenplotz frei herumläuft und Kürbisse stiehlt? Herr Dimpfelmoser muss ihn sofort verhaften. Sie sprechen mir aus der Seele. Zustände sind das. Ja. Da kann man sich bloß noch schütteln. Schütteln! Schütteln vor Lachen! Also, wollt ihr mir bitte verraten, wie ich mir euer dummes Gelächter erklären soll? Gern, gern, Großmutter. Herr Hotzenplotz hat mit den Kürbissen nichts zu tun. Wie? Das sind Seppel und ich gewesen. Ja, Seppel und du, Kasper? Ja, wir haben sie Wasti gegeben. Ja, wer konnte denn ahnen, dass du diese Dinger gezählt hast? Das wird seine Gründe haben. Jedenfalls züchte ich meine Kürbisse nicht für Wasti. Merkt euch das. Kein Kürbis für Wasti. Aber ihm schmecken sie wenigstens. Den einen hat er im Handumdrehen verschnurpst. Und den zweiten... Das hättest du sehen müssen. Mit dem zweiten hat er Schnauzball gespielt. Oh, ich sage dir, Großmutter... Schnauzball? Seppel, das ist es. Wasti und Schnauzball. Du meinst, Kasper, das Wasti... Ja, ich meine, Seppel. Wollen Sie wissen, Frau Schlotterbeck, wer die Kugel vom Tisch geholt hat? Ja, natürlich. Oh, Sie werden staunen. Staunen Wo rennst du denn hin, Kasper? Kasper, gib doch Antwort. Wo soll er denn schon hinlaufen, Großmutter? In Wastis Hundehütte natürlich. Wieso? Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Da bin ich wieder! Da bin ich wieder! Ist sie das, Ihre Wunderkugel, Frau Schlotterbeck? Ja, das ist... Und das ist sie, meine Wunderkugel. Darauf wäre ich nie im Leben gekommen, das Wasti. Mein liebes Wastilein. Wasti muss sie für einen Kürbis gehalten haben. Die Wunderkugel für einen Kürbis. Ach, was für ein Glück, dass er nicht versucht hat, sie aufzufressen. Er hätte sich sämtliche Zähnchen ausbeißen können. Mein armer Schnuckelputzelein. Es steht also fest, dass Hotzenplotz weder Frau Schlotterbecks Kugel gestohlen hat, noch Großmutters Kürbisse. Das wird selbst die Polizei nicht bezweifeln können. Und deshalb sollten wir Hotzenplotz schleunigst aus seinem Versteck herausholen. Ihr wisst, wo sich Hotzenplotz versteckt hält? Ja, ja, das wissen wir. Kasperl und Seppel rannten zu Großmutters Haus, um Hotzenplotz aus dem Kartoffelkeller herauszuholen. Thank you.
Rosenplotz war nicht mehr da. Sie schauten in alle Ecken, in jeden Winkel. Der Keller war leer. Da entdeckten sie an der Wand eine Inschrift. Mit einem Stück Kohle hingekritzelt stand da in großen, unbeholfenen Buchstaben: Habe mir's überlegt, werde Goldsucher in Amerika. Seid nicht böse. Es bleibt mir nix anderes übrig. Hotzenplotz. Das ist ja eine schöne Bescherung. Oh, was mag er sich bloß gedacht haben, wo wir ihm doch versprochen haben, dass wir ihm helfen wollten? Weit kann der noch nicht sein, Seppel. Wir müssen ihm nach, um ihn zur Vernunft zu bringen. Los, ja? los. Jetzt kommt es auf jede Minute an. Hey, was ist denn in euch gefahren? Könnt ihr nicht aufpassen? Doch. Ja, nein. Keine Zeit. Seid ihr verrückt geworden? Nein, der Hotzenplotz. Hotzenplotz, ja. Hotzenplotz? Ja, Hotzenplotz will nach Amerika. Ja, und wir müssen hinterher. Was? Ihr wollt nach Amerika? Nein, Großmutter. Nur zum Hotzenplotz. Jawohl. Seppel, komm schon. Wir müssen sofort in den Wald zu Herrn Dimpfelmoser und Wasti holen. Hoho, dann sollst du mal sehen, wie rasch Wasti uns auf die Spur vom Hotzenplotz bringt. Los, Seppel, komm. Ja, los. So was Verrücktes. Nein, so was. Um in den Wald zu kommen, mussten Kasperl und Seppel durch das halbe Städtchen laufen. Neben dem Eingang zur Polizeiwache hatte Herr Dimpfelmoser sein Fahrrad abgestellt. Kasperl und Seppel schnappten es sich und brausten los. Kasperl im Sattel, Seppel auf dem Gepäckträger. Ein paar Mal fuhren sie die Waldstraße auf und ab. Kasperl betätigte ununterbrochen die Fahrradklingel, bis ihm der Daumen wehtat. Und beide schrien aus voller Kehle: Herr Dimpfelmoser! Herr Dimpfelmoser! Hallo! Herr Dimpfelmoser! Herr Dimpfelmoser! Hallo! Herr Dimpfelmoser! Wo stehen Sie denn? Wo sind Sie? Herr Dimpfelmoser! Hallo! Hallo, Herr Dimpfelmoser! Vom vielen Schreien waren sie fast schon heiser. Da, aus der Ferne, ließ sich ein Hund vernehmen. Rasch kam das Bellen näher. Schon hörten sie Zweige knacken, schon rauschte es in den Büschen am Straßenrand. Wasti kam aus dem Dickicht hervorgeprescht. Hechelnd sprang er an Kasperl und Seppel hoch, ließ aber schnell von ihnen ab und brach in jämmerliches Gewinsel aus. Er klemmte den Schwanz ein. Er lief ein paar Schritte von ihnen weg, in die Richtung, aus der er gekommen war. Da ging Kasperl ein Licht auf. Die Freunde schoben das Fahrrad hinter den nächsten Haselnussstrauch und folgten Wasti. Der führte sie durch den Wald, an der Räuberhöhle vorbei, an den Rand des Moores. Draußen im Moor schrie Herr Dimpfelmoser um Hilfe. Er fuchtelte mit den Armen. Der Helm war ihm über die Ohren gerutscht. Sein Gesicht war vor Angst gerötet. Seht ihr nicht, dass ich mit beiden Beinen im Dreck stehe? Helft mir raus, sonst ist es um mich geschehen. Wahrscheinlich hat Wasti die Spur von gestern erwischt, als wir die Messer und Pistolen weggeworfen haben. Ja, und der Dimpfelmoser tat einen Schritt daneben und schon war es passiert. Schnell, helft mir doch. Wenn ihr nicht schnell macht, versacke ich mit Haut und Haar. Wer soll dann den Räuber fangen? Und wie soll Frau Schlotterbeck ihre Kugel zurückbekommen? Doch, da können Sie ganz beruhigt sein, Herr Dimpfelmoser. Frau Schlotterbecks Kugel haben wir längst gefunden. Nicht der Hotzenplotz hat sie weggemopst, sondern Wasti. Was sagen Sie nun, Herr Dimpfelmoser? Wollt ihr zusehen, wie ich vom Moor verschluckt werde? Helft mir raus da, ihr beiden! Helft mir doch! Ja, eins nach dem anderen. Reden wir erst mal von Hotzenplotz. Als ob das nicht Zeit hätte. Nein, eben nicht. Hotzenplotz hat die Kristallkugel nicht geraubt. Das ist klar erwiesen. Geben Sie uns Ihr Wort, dass Sie Hotzenplotz von jetzt an in Frieden lassen. Mein großes
amtliches, ortspolizeibehördliches Ehrenwort, wenn ihr mich nur herauszieht. Stopp, das gilt. Fass an, Seppel. Fass an. Also, Vorsicht, tritt nicht daneben. Sonst sacken wir auch noch ab. Pass doch auf. Los, jetzt. Also, hau. Aber meine Stiefel und meine Socken sind im Moor geblieben. Auch barfuß am Leben ist auch was wert, oder? Ich danke euch. Das war Rettung in höchster Not. Und was nun? Was heißt das? Nun gehen Sie bitte nach Hause, Herr Dimpfelmoser, und nehmen Sie ein heißes Fußbad, damit Sie uns keinen Schnupfen kriegen. Genau. Und ihr? Wir beide und Wasti, wir erledigen alles Übrige. Jawohl, wir suchen den Hotzenplotz. Wo ist er denn? Wenn wir das wüssten, müssten wir ihn ja nicht suchen. Richtig, Kasper. Kasperl und Seppel rannten mit Wasti zur Straße und bestiegen das Fahrrad. Seppel nahm Wasti mit auf den Gepäckträger und ab ging es, was die Pedale hergaben. In Großmutters Garten angekommen, setzten sie Wasti auf die Spur von Hotzenplotz. Der Krokodilhund schnupperte dahin, schnupperte dorthin, stieß ein kurzes, scharfes Gebell aus und wetzte los. Kasperl und Seppel mit dem Fahrrad hinterher. Fürs Erste folgten sie der Landstraße, die nach Norden führte, bis Wasti auf einen Feldweg einbog. Bergauf und bergab ging es, durch Wald und Feld und wieder eine Weile durch flaches Land. Plötzlich bemerkten die Freunde, dass sie in eine Gegend geraten waren, die sie von früher her kannten. Die Sonne war eben untergegangen, als Kasperl und Seppel, verschwitzt und müde, zur hohen Heide kamen. An einen Steinblock gelehnt, saß ein Mann im Heidekraut. Gegen den hellen Abendhimmel hob er sich deutlich ab. Er trug einen Räuberhut auf dem Kopf und am Hut eine lange Feder. Hotzenplotz! Warum sind Sie weggelaufen, Herr Hotzenplotz? Jetzt, wo doch alles in Butter ist. Und die Sache mit der Kugel? Hat sich längst geklärt. Ja, Sie brauchen keine Angst mehr zu haben. Nein, es ist alles in Ordnung. Ja? Ich weiß ja, ihr zwei meint es gut mit mir. Stimmt. Aber alle anderen, jede Gaunerei, die von jetzt an in dieser Gegend geschieht, die Leute werden sie mir in die Schuhe schieben. Räuber bleibt Räuber, werden sie sagen. Und damit noch nicht genug. Von was soll ich leben? Wir werden uns schon was einfallen lassen, Herr Hotzenplotz. Das habt ihr auch, Frau Schlotterbeck, versprochen. Und trotzdem ist Wasti noch immer ein Krokodilhund. Die Kur ist noch nicht zu Ende, Herr Hotzenplotz. Warten Sie nur, bis wir das richtige Kraut finden. Hey, hast du was von einem Kraut gesagt, Seppel? Ja. Jetzt weiß ich es endlich. Was weißt du denn? Das Feenkraut auf der hohen Heide. Das hat die Fee sicher gemeint, um Wasti von seinem Krokodilhund-Dasein zu erlösen, als sie mir im Traum erschienen ist. Meinst du? Ja. Ja? Du, warte mal. Wie sagte sie doch was gleich? Was sagte sie denn? Hohe Heide? Ja. Wetterfichte? Schwarzer Teich im Vollmondlichte? Auf des Wunders Macht vertraut, den Zauber löst das Feenkraut. Genau du, das ist die Lösung. Kasperl, heute ist Vollmond. Da blüht es zu Füßen der alten Wetterfichte. Komm, Wasti, komm, dann nichts wie hin. Der Krokodilhund riss sich mit einem Ruck von der Leine los. Laut bellend
rannte er zu der Wetterfichte am schwarzen Teich hinüber. Zu Füßen des Baumes schimmerte ihm das Feenkraut silbrig entgegen. Er wühlte sich mit der Schnauze hinein, und mit einem Mal war die Fichte von unten bis oben in strahlendes Licht getaucht. Seht nur, ja seht nur, was die ist wie ein langer Dackel. Ein richtiger Dackel und kein Stück Krokodil ist mehr dran. Was sagen Sie nun, Herr Hotzenplotz? Nun, ich sage überhaupt nichts mehr. Wie Sie also sehen, was wir versprechen, das halten wir. Jawohl. Wenn es sich halbwegs machen lässt. Der Räuber Hotzenplotz ging nicht nach Amerika, sondern zurück in seine Räuberhöhle und versprach, am kommenden Morgen zu Großmutter zu kommen. Kasperl, Seppel und Wasti eilten nach Hause. Großmutter staunte nicht schlecht, als sie von Wastis Zurückverwandlung erfuhr, aber noch mehr die Witwe Schlotterbeck. Wasti, Wasti, Wastilein, mein Docki, mein Dackelchen, komm zu Frauchen. Nein, dass ich das noch erlebe, mein Wasti. Kasperl und Seppel, euch zu Ehren gebe ich heute Nachmittag ein Fest. Und alle sind dazu eingeladen. Großmutter, Herr Dimpfelmoser und Herr... Und auch Herr Hotzenplotz. Wenn ihr meint, auch Herr Hotzenplotz. Juhu! Das wird gefeiert! Ja, sie feierten alle ein großes, unvergessliches Fest. Sie aßen und tranken und beglückwünschten Wasti zu seiner Erlösung. Großmutter schnitt ihre Geheimrezeptkürbisse an. Alle waren fröhlich, nur Hotzenplotz machte ein Gesicht wie ein saurer Hering. Haben Sie etwa Kummer, Herr Hotzenplotz? Wundert Sie das, Frau Schlotterbeck? Wenn ich an morgen denke, habe ich allen Grund dazu, wo ich doch nichts gelernt habe, um mir auf ehrliche Weise mein Brot zu verdienen. Verdammt noch einmal eins. Halb so schlimm, wollen wir einen Blick in die Zukunft tun. Wenn Sie das können. Oh, prima. Aber wie? Ja, mit den Karten hier mischen Sie mal, Herr Hotzenplotz. Mischen, ja. So. Ja. Genug. Da, bitte. Frisch gemischt. So, nun aufgepasst. Dies ist hier die grüne 7. Stimmt, ja. Und das ist der Eichelober. Oh, ja. Schräg gegenüber davon liegt der Schellenkönig. Oh. Und jetzt... Ja, wahrhaftig, wer sagt's denn? Jetzt kommt noch die rote Sau dazu. Wissen Sie, was das heißt, Herr Hotzenplotz? Nee, keine Ahnung. Das heißt, dass Sie ein Wirt aufmachen werden. Ein Wirtshaus? Das Wirtshaus zur Räuberhöhle im Wald. No! Das ist wirklich kein schlechter Gedanke. Ihre Karten sind unbezahlbar, Frau Schlotterbeck. Zur Eröffnung seid ihr alle eingeladen. Oh. Zum Räuberschmaus mit Schwammerltunke, Knoblauch und Schliebowitz. Oh, Knoblauch und Schliebowitz. Das gibt schon wieder eine Feier. Das steht im Walde, zum Hotzenplotz genannt. Den Leuten ist es balde vertraut und wohlbekannt. Zum Hotzenplotz, zum Hotzenplotz geht jeder gern. Beim Hotzenplotz ist immer etwas los. Da trifft man sich mit Hinz und Kunst von nah und fern. Da ist die Stimmung immer riesengroß.
beim Hotzenplotz, beim Hotzenplotz kehrt man gern ein. Da sind die Krüge bis zum Rand hin voll. Da dreht der Wirt die Knödel selbst und brät das Schwein. Beim Hotzenplotz im Räuberwald, da ist es immer voll. Beim Hotzenplotz im Räuberwald, da ist es wirklich toll. Und jetzt, Freunde, trinken wir auf das Wohl unseres Gastgebers, Herrn Hotzenplotz. Ja, bravo, bravo! Unser Hotzenplotz soll leben! Hoch soll er leben! Hoch soll er leben! Dreimal hoch! Danke! Danke, meine lieben Freunde! Und jetzt... Freibier für alle! Juhu! Jubel, Trubel! Hotzenplotz! Zum Hotzenplotz, zum Hotzenplotz geht jeder gern. Beim Hotzenplotz ist immer etwas los. Da trifft man sich mit Hitz und Kunst von nah und fern. Da ist die Stimmung immer riesengroß.